Willkommen beim AMC-Grundkurs bei der dritten Folge. Es geht jetzt um ein wichtiges Thema. Ihr habt eure Töpfe gerade bekommen, die sind geliefert worden. Jetzt geht es, bevor es ans Kochen geht und bevor man sich einmal damit beschäftigt, um ein ganz wichtiges Thema, um die Grundreinigung. Die Töpfe müssen grundgereinigt werden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir produzieren ja lokal in Mitteleuropa, verschicken aber unser Geschirr auf die ganze Welt. Und aus der Produktion sind hier noch Reste von Schleifstaub, von Politur drauf. Die würden ansonsten beim ersten Kochen verbrennen, vor allem dann, wenn es unser lieber neuer Kunde überhitzt. Gibt dann nicht sehr schöne gelbliche Verfärbungen am Topfboden, innen und außen. Das ist nicht nur optisch nicht schön, das hat auch einen großen Nachteil, das hat massiven Einfluss auf das Antihaftverhalten. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, sein AMC-Set, die Töpfe, grundzureinigen. Es geht um die Töpfe und um die Pfannen, die Deckel werden ja nicht so heiß beim Kochen. Das heißt, wichtig, unten den Boden grundreinigen, die unteren 4 bis 5 cm außen am Topfrand und auch innen bitte die gesamte Bodenfläche und die gesamten Wände mit dem AMC Clean Reiniger grundreinigen. Wer ein AMC-Set gekauft hat, bekommt diese drei kleinen Fläschchen, Probebäckchen mitgeliefert. Ich erkläre nur ganz kurz die beiden anderen, die ihr jetzt noch nicht braucht bei der Grundreinigung. Das mit dem weißen Etikett, der Expressreiniger, dient dazu, später einmal dann zum Beispiel, wenn sich am Topfboden unten Fettspritze eingebrannt haben, dann kann man die mit dem ganz einfach entfernen. Der hat wirklich Power, der ist wirklich stark. Den braucht man im Alltag aber nicht. Das AMC-Schein ist perfekt für Eiweißflecken, aber auch um zum Beispiel die Deckel und die Wände außen von den Töpfen und Pfannen mit der Zeit irgendwann einmal wieder aufzupolieren. Das ist so wie eine Nanoversiegelung beim Auto. Man hat dann abperlendes Wasser. Speziell in Regionen, wo das Wasser sehr kalkhaltig ist, ein Riesenvorteil, die Töpfe sind dann nach dem Waschen einfach sauberer. Für die Grundreinigung braucht ihr nur das Clean. Also wer, wie gesagt, ein Set kauft in Österreich, bekommt dieses Probefläschchen. Manche von euch haben vom Berater auch bereits die Großflasche empfohlen bekommen, die man übrigens auch jederzeit nachbestellen kann. Also das hellblaue Reinigungsmittel ist das Richtige. Und die richtige Grundreinigung funktioniert so. Ihr braucht dazu einen üblichen Haushaltsschwamm. Super ist, wenn der etwas fester ist. Ich verwende ganz gern Aquariumschwämme. Die haben ein bisschen mehr Festigkeit und wichtig bitte für die Erstreichtigung, der muss trocken sein. Also bitte kein Wasser drauf, verwendet den Schwamm trocken. Man nimmt dann einfach das Reinigungsmittel, gibt etwas davon auf den Topf. Die Menge reicht an und für sich für die Bodenfläche. Und jetzt wird mit dem trockenen Schwamm geschrubbelt. Wichtig bitte auch, nehmt keine Haushaltsschwämme. Die haben meistens eine dunkelgrüne Seite, die relativ hart ist. Die sollte man nicht verwenden. Da sind Glasfäden eingearbeitet. Da zerkratzt sie damit die Oberfläche. Also einen halbwegs festen, aber nicht scheuernden Schwamm verwenden. Und jetzt wird hier einfach die Fläche poliert. Also ich massiere das jetzt ein. Es ist auch keine stundenlange Arbeit, wenn man es vor dem ersten Kochen macht. Wenn man es erst später macht, wenn es schon verbrannt ist, dann ist es nicht mehr so lustig. Und jetzt wichtig auch außen über den Rand drüber. Also speziell dieser untere Bereich vom Topf gut reinigen. Man sieht es dann auch am Schwamm, der verfärbt sich. Also man holt sich da wirklich den Schleifstaub, die Politur, alle Rückstände runter und das kann dann hinterher nicht mehr verbrennen. Innen dasselbe. Ich gebe wieder ein bisschen von dem Reinigungsmittel rein. Braucht es aber, wie gesagt, nur das Clean. Und das betrifft alle Töpfe, alle Pfannen. Die Deckel, das genügt, wenn man die im Geschirrspüler durchwäscht. Also ganz wichtig, auch unten im Radius drinnen, das ist eigentlich die Stelle, die dann beim Kochen am ehesten überhitzt, aber natürlich auch die Bodenfläche und die Wand. Und wenn man das gemacht hat, ihr solltet es nie vergessen, mit diesen Töpfen werdet ihr die nächsten 30 Jahre Freude haben. Ich würde jedem empfehlen, wascht das dann mit kaltem Wasser ab, dass er wieder sauber ist und gebt ihn dann aber trotzdem noch einmal in den Geschirrspüler und wascht ihn vor dem Erstgebrauch noch einmal durch. Umso sicherer seid ihr dann, dass das wirklich 30 Jahre lang klaglos funktioniert und umso weniger Sorgen werdet ihr hinterher damit haben, wenn dann Verfärbungen kommen. Euer Berater hat es euch auch gesagt, das jetzt auch noch einmal zur Erinnerung. So reinigt man richtig mit dem AMC Clean. Viel Spaß dabei.